Mats Christiansen, Sielko Musa und ein Kuchen. Den gab es von den Kindern der Dr. Theodor Neubauer Schule in Burg, allerdings nicht einfach so. Die beiden SCM-Stars waren nicht ohne Grund nach Burg gekommen, sie waren mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen-Anhalt angereist und dem Ziel, den Kindern das Handballspiel näher zu bringen. Dazu gehört zum Beispiel eine gründliche Erwärmung. Da kann man laufen oder aber in Fünferteams auf dem Boden Buchstaben legen, mit den Teamkameraden als Bausteinen. 15 Schüler waren zu diesem Training angetreten, dem ersten einer ganzen Reihe. Tour der Vielfalt nennt sich die Aktion des Paritätischen, der seit Anfang August dafür eng mit dem SCM zusammenarbeitet. 5 Touren sind noch geplant, immer mit der Unterstützung von 2 Spielern der Handballer. Ein Konzept, das bei den Kindern gut ankommt. Da es ja heute die erste Tour ist, ist das Feedback, was ich bis jetzt gehört habe, so am Rand sehr positiv, sind alle sehr angetan. Und ich denke, unsere beiden Spieler vom SCM machen das auch ganz, ganz klasse. War für sie wohl auch das erste Mal, wie ich hörte. Ja, ich denke, das ist eine tolle Aktion und die nehmen alle, jeder für sich, da auch was mit. Nach der Erwärmung kommt das Spiel. Auch hier gaben die Schüler alles, immer unter den wachsamen Augen der Profis. Immer nur zuschauen macht aber auch keinen Spaß, also gingen Sielko und Mats kurzerhand auf die Platte. Auch für den Kreisläufer war das Training eine Premiere, die er gern mitnahm. Ja, heute war frei, Vormittag, aber wir trainieren mit diesen Kindern und wir probieren zum sagen, die Kinder, was ist Handball, wie viel wir trainieren und was die Regeln, Handballregeln und das. Hat es Spaß gemacht? Ja, natürlich. Das war ein guter Spaß und eine gute. Ich glaube, dass diese Kinder sind zufrieden, dass wir kommt und sagt, was ist Handball. Stars zum Anfassen sind sie heute. Erst nach der Länderspielpause wird es für beide Spieler wieder ernst. Für heute ist in Burg Schluss. Am 13. Dezember geht die Tour der Vielfalt dann weiter.